Ja, guten Morgen. Ganz schön schwer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, herzlich willkommen zum ersten Wissenschaftenvortrag 2019. Mein Name ist Jan Steffen, ich gehöre zur Gruppe Kommunikation und Medien hier am GEOMA und ich möchte Ihnen ganz kurz unseren heutigen Referenten vorstellen. Das ist Professor Dr. Andreas Oschlies. Professor Oschlies ist den, der sich ein bisschen mit dem GEOMA und oder mit unseren Themen beschäftigt, vielleicht schon zumindest vom Namen her bekannt. Er ist schon seit 2006 hier Professor für biochemische Modellierung am GEOMA. Ursprünglich hat er Physik studiert in Heidelberg und in Cambridge. Ist dann für seine Doktorarbeit schon das erste Mal hier nach Kiel an die Förde gekommen, hat sich mit Meeresthemen beschäftigt, danach noch verschiedene wissenschaftliche Stationen in Großbritannien, unter anderem auch in Frankreich absolviert, bevor er dann 2006 halt wieder hier nach Kiel gekommen ist. Sein Schwerpunkt ist die Modellierung des Erdsystems, also all der verschiedenen Komponenten, Biologie, Geologie, Chemie, Physik, die im Erdsystem zusammenspielen. Da ist natürlich auch das Thema Klima ganz wichtig. Und er ist außerdem Sprecher des Sonderforschungsbereichs 754, der sich mit den sauerstoffarmen Zonen und den tropischen Ozeanen beschäftigt. Und er koordiniert ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das sich mit Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von in der internationalen Klimadiskussion vorgeschlagenen Climate Engineering-Maßnahmen beschäftigt. Da geht es also um die Bewertung sowohl aus technischer als auch aus gesellschaftlicher, politischer Sicht solcher Maßnahmen. Und das Thema, zu dem er heute referiert, ist ja aktueller denn je. Wir hatten letztes Jahr im Oktober den Sonderbericht des Weltklimarats zu eben dem 1,5-Grad-Ziel. Danach die Weltklimakonferenz in Katowice und dazu mehr von Professor Oschlies. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie für Ihr Interesse an diesem Thema, das können wir nur gemeinsam lösen. Sie sehen am Titel, hier ist ein Konjunktiv drin, also wie wir das gerade ein 1,5-Grad-Ziel erreichen könnten. Und das basiert zum großen Teil auf den Aussagen des Weltklimarats, also des Sonderberichts zum 1,5-Grad-Ziel, das im letzten November veröffentlicht wurde, in dem einzelne Szenarien eben vorgegeben werden, wie wir das tatsächlich noch schaffen können. Die Vorgeschichte ist die beobachtete Temperatur, die Erwärmung, die wir sehen auf dem Planeten, seit es gute, verlässliche Temperaturmessungen gibt, also vor 150 Jahren. Und da sehen wir es gibt ganz starke Fluktuationen, aber die Tendenz ist klar, es gibt eine ganz starke Erwärmung von 1 Grad, etwas mehr vielleicht in einigen Jahren schon, die wir seit Beginn oder seit dem Anfang der industriellen Revolution sehen. Die Ursache davon ist zum ganz großen Teil CO2, Treibhausgas, was eben die Eigenschaft hat, dass besteht aus 3 Atomen, es kann schwingen wie eine Musikseite und es schwingt halt gerade in diesem Frequenzbereich, in dem Wärmestrahlung vom Boden, vom Ozean zurückgestrahlt wird. Die Sonne erwärmt zunächst die Erde, Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung geht zurück in den Weltraum, wird aber von diesen Resonatoren, CO2-Molekülen in der Atmosphäre absorbiert. Die speichern die Energie eine Zeit lang und strahlen sie dann wieder ab. Also muss man die auch wieder loswerden, genau wie eine Musikinstrumentseite, die mal angespielt wird, die muss auch den Ton wieder loswerden, die Energie loswerden. Genauso macht das CO2-Molekül auch, aber es strahlt halt diese Wärmeenergie in alle Richtungen ab. Nicht nur in den Weltraum nach oben, sondern auch wieder nach unten zur Erde. Dann kommt die gleiche Energie dann mehrmals zu uns runter auf den Erdboden und erwärmt den Ton. Also das ist die Funktion dieser Resonanzmoleküle CO2. Die gab es immer schon, die braucht die Erde auch, ohne die wäre sie furchtbar kalt, dann würden die Erde erfrieren. Aber wir haben sie halt ganz stark erhöht durch das Ausgraben und Anzünden von altem organischem Material. Das war so in der Erdgeschichte nicht vorgesehen. Und das ist halt das Signal, was wir damit erzeugen. Also es ist immer noch ein Spurengas, das sind also jetzt so 400 Parts per Million, 0,4 Promille, die wir als Konzentration haben, kann man gar nicht so leicht messen. Das geht tatsächlich erst seit 1958. Der Doktorarbeit von Charles Keeling, der so ein Messinstrument auf einem erloschenen Vulkan in Hawaii gebaut hat, also weit weg von allem Autoverkehr, von Fabriken und Zivilisation, wo man dann wirklich die originäre Atmosphärenkonzentration dieses Spurengases, dieses Treibhausgases erstmals messen konnte. Und seitdem wird dort gemessen und das ist die Messkurve, die wir haben. Und da sehen wir also in diesem einem Lebensalter, seit 1958, eine ganz starke
Erhöhung um ein Drittel in diesem Zeitraum eines Gases, wichtigen Gases in unserer Atmosphäre. Das jetzt sieht eigentlich ein bisschen langweilig aus, wenn wir genauer hingucken, sehen wir ein paar Details, die interessant sind. Zweimal macht die Kurve so einen kleinen Knick. Da hätte man hoffen können, oh Mann, jetzt ist es geschafft, der Anstieg nimmt zumindest ab. Der erste Knick, das ist die Ölkrise, oder waren die Ölkrisen in den 70er Jahren, können sich einige von Ihnen vielleicht daran erinnern. Der zweite Knick ist der Zusammenbruch der Sowjetunion. Also das sind große wirtschaftliche Ereignisse, in denen ganz stark Energie eingespart wurde oder nicht mehr produziert wurde, Wirtschaft zusammengebrochen ist. Das sehen wir hier. Das heißt, diese Kurve ist bis heute Wirtschaftswachstum. Alles, was wir tun, was wir machen, wird mit Energie, mit fossiler Energie betrieben. Trotz aller unserer Anstrengungen, die wir hier haben, also der erneuerbaren Energie, die wir in Deutschland jetzt haben, sieht man in der Kurve nicht. Das ist also kein Abknicken. Abknicken gibt es nur, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Und das ist eine sehr schlechte Aussage. Wir wollen, oder die meisten von uns wollen ja, dass die Wirtschaft weiter wächst, dass eben auch bisher nicht so stark entwickelte Nationen, Bevölkerungsgruppen weiter oder sich entwickeln können, auf unseren Lebensstandard vielleicht kommen können, bedeutet immer Wirtschaftswachstum und nach der historischen Erfahrung immer CO2-Emissionen. Und das ist schon ein Kernproblem. Das hilft auch nicht, dass wir ganz viele tolle internationale Agreements haben, dass den Rio-Erdgipfel 1992, Kyoto-Protokoll und diese ganzen Berichte des Weltklimarates. Also die habe ich jetzt hier immer eingezeichnet. Die haben nichts daran geändert, dass sich die Kurve irgendwie verändert. Gut, nicht gut. Also das ist die Frustration der Wissenschaftler, seit ich eingestiegen bin, so in die Klimawissenschaft, das war Mitte der 90er Jahre, ist hier eigentlich nicht zu sehen. Also wir haben verstanden, CO2 führt zur Erwärmung. Das ist in die Politik, in die Gesellschaft transportiert worden, wissen Sie, glaube ich, alle. Aber wir haben netto nichts geschafft. Wir steigen weiter an, die CO2-Konzentration nehmen weiter zu und die Temperaturen nehmen auch weiter zu. Ein interessanter Aspekt ist hier dieses kleine Gezappel der Kurve. Das ist für später wichtig. Wo kommt das her? Das ist die ungleiche Verteilung von Land auf der Erdkugel. Die Nordhalbkugel hat viel mehr Landfläche als die Südhalbkugel. Südhalbkugel ist fast nur Ozean oder Eis in der Antarktis. Also das meiste, was wir essen, kommt von Land auf der Nordhalbkugel. Und hier sehen wir die Jahreszeiten. Wir sehen Frühjahr, Sommer, wenn alles wächst, die Blätter werden grün, die Bäume werden grün, das Getreide wächst auf den Feldern, wird CO2 rausgesogen aus der Atmosphäre. Das heißt, diese Kurve geht ein bisschen runter. Im Herbst, Winter veratmen wir das alles, wir essen es, verfault, die Blätter verfaulen auf dem Boden, das heißt, wird wieder CO2 freigesetzt, die Kurve geht wieder hoch. Das heißt, dieses kleine Gezappel ist im Prinzip, der Planet wird einmal grün, also Nordfrühling, Nordsommer und dann im Winter wieder dunkel, die neue frische Biomasse verfault wieder, wird aufgegessen, veratmet und so weiter. Und damit sehen wir eigentlich das Ausmaß unseres Problems, also das seit 1958 sind ganz, ganz viele Planeten Erde, oder diese grüne Biomasse, die wir jedes Jahr da drauf gesattelt worden. So viel altes Zeug haben wir ausgegraben aus dem Boden, das war ja alles früher mal Biomasse, und angezündet. Und das ist halt ganz schwierig, sowas in den Griff zu kriegen, jetzt wo man sagt, ein bisschen Renaturierung, Aufforstung, Moore. Das ist ja alles in diesem Gezappel schon drin. Und wir brauchten also sehr viele Jahre grün werdender Planeten, um diese Kurve signifikant abzuändern. Gut, das ist so ein erstes Indiz dafür, wie groß unser Problem ist. Nichtsdestotrotz haben sich nach ganz vielen Verhandlungen, also jedes Jahr gibt es ja diese Klimaverhandlungen, in Paris 2015, die Staaten plötzlich recht überraschend geeinigt, dass sie jetzt wirklich die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad limitieren wollen. 1,5 Grad kam ins Spiel, nachdem einige Inselstaaten da groß aufgestanden sind und das politisch in die Waagschale geworfen haben, ihr Überleben, was der Formanstieg des Meeresspiegels bedroht ist. Das heißt, dort stand auf einmal 1,5 Grad im Abschlussbericht. Und alle waren unheimlich froh, jetzt haben wir es gelöst. Politik ist jetzt auch dabei. Vorher hat man die Wissenschaft gemeckert, hier tut doch mal was. Und jetzt ist die Politik da, also wir haben unterschrieben und spielt den Ball zurück an die Wissenschaft. Jetzt erklärt uns mal, wie wir das schaffen sollen.
Und das war die Aufgabe auch dieses Sonderberichts des Weltklimarats zum 1,5-Grad-Ziel. Im Prinzip politisch beauftragt, Szenarien auszusuchen oder auszuarbeiten, wie man wirklich das 1,5-Grad-Ziel schaffen kann. Aber das ist eine ganz neue Wendung in der Klimapolitik. Also Politiker klopfen sich auf die Schulter, sagen, wir haben geliefert und jetzt seht mal zu, den Kleinkram macht ihr jetzt. Ihr, das sind wir alle natürlich, nicht? Das sind wir alle, wir haben ja gewählt, also wir haben das Glück, in der Demokratie zu leben, haben nicht alle Bürger auf der Erde, aber wir konnten das und wir haben letztlich dafür abgestimmt, dass dieses Klimaabkommen unterschrieben wurde. Das heißt, wir sind mitverantwortlich, wir hängen mit drin. Das ist auch gut so. Es stand weiter drin, dass die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich reduziert werden. Das ist ein ganz schwammiger, weicher Begriff. Nicht unnütz, aber da kann man jetzt wenig Hebel ansetzen. Dann war noch ein wichtiger Satz in diesem Abkommen, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, also 2050 bis 2100, Netto-Null-Emissionen erreicht werden sollen. Und das heißt null CO2-Emissionen. Wenn wir welche haben, dann müssen wir die irgendwie kompensieren durch Raussaugen von CO2 aus der Atmosphäre, der Bäume, Pflanzen oder andere Sachen, auf die ich später kommen werde. Das heißt, das ist wieder eine feste Vorgabe, ein hartes Ziel des von uns unterschriebenen Klimaabkommens von Paris. Und dann stand noch eine ganze Menge drin, dass das natürlich alles im Kontext passieren muss, von gerechter, nachhaltiger Entwicklung, Bekämpfung von Hunger, Armut, globaler Gerechtigkeit. Das selbstverständlich, denken wir, bedeutet aber natürlich, dass sich ganz viele Länder, Bevölkerungsgruppen weiterentwickeln müssen. Die brauchen mehr Energie, die brauchen mehr Wasser, die brauchen mehr Nahrung und alles nach heutigem Wissen oder nach der historischen Entwicklung erzeugt CO2. Das heißt, wir werden Wirtschaftswachstum haben müssen, um diese Nachhaltigkeitsziele zu bedienen. Wir müssen das aber schaffen in einer Welt, in der CO2-Emissionen deutlich ganz schnell abnehmen und sogar null erreichen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Also das haben wir alle unterschrieben. Und da kommen wir alle nicht raus zum Glück. Selbst wenn Trump sagt, wir machen das nicht mehr, die ganzen Bundesstaaten in den USA machen das weiterhin, sind auch viel, viel besser aufgestellt als Deutschland aktuell und machen viel mehr tatsächlich in der Emissionsvermeidung. Und die Frage ist jetzt, ja, wie gehen wir damit um? Wie kommen wir, oder wie nach meinem Titel des Vortrags, wie könnten wir dieses Ziel und diese Ziele, Netto Null in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und deutlich unter 2 Grad, sprich 1,5 Grad Erderung, dahin kommen? Das jetzt ist ein Bild aus dem Weltklimaratsbericht. Da gibt es eine deutsche Version, die ist hier im GEOMAR-Newsletter, liegt draußen vor der Tür, abgedruckt. Da können Sie es auch nochmal sehr komprimiert zusammengefasst nachlesen. Der gelbe Bereich, gelb schattierte Bereiche, das ist das, was wir als menschengemachte Erwärmung diagnostizieren. Historische Entwicklung bis heute, bis 2017, da war die Datenerhebung für diesen Bericht beendet. Da ist noch ein Gezappel drüber, das heißt, es sind Extremwetter- und Klimaereignisse wie El Niño zum Beispiel, da verschiebt sich die Temperatur im ganzen Pazifik, das hat ein Riesensignal, El Niño-Jahre sind immer etwas wärmere Jahre. Das ist so ein Gezappel, was noch auf der Kurve drauf liegt, aber das gelblich, orangelich unterlegte, das ist das, was wir ausrechnen als den menschengemachten, also CO2 und an Treibhausgas induzierte Erwärmung. Gut, und da sind wir schon dicht an dieser 1,5 Grad Stelle dran. Und ein Jahr, 2016, war sogar schon mal drüber. Das war beim El Niño-Jahr, zählt daher nicht so ganz richtig. Aber gut, das, letztlich den Menschen, die betroffen sind, ist es egal, warum es so warm geworden ist, ob das natürlich war oder jetzt Menschen gemacht und welcher Anteil da ist. Da zählt nur die aktuelle Temperatur, der Niederschlag oder die Extremwetterereignisse, die wir haben und die in der Regel sehr viel Geld und manchmal auch Leben kosten. Gut, und diese Kurve muss halt, die Temperaturkurve muss eben sehr schnell jetzt abknicken. In den nächsten 10, 20 Jahren. Also das ist alles das, was wir heute auf dem Tisch haben, an Plänen für Häuser, Fabriken, Autos und so weiter, beschäftigt, beeinflusst und bestimmt, wie diese Kurve aussehen wird. Und auch das Abknicken in den nächsten wenigen Jahrzehnten gelingt. Das größte Hilfsmittel, was wir wissenschaftlich, glaube ich, produziert haben bisher, außer den ganzen Messungen, die das nachweisen müssen, ist der Beweis, dass CO2 Emissionen, hier auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse gezeigt, also CO2-Emissionen seit Beginn der industriellen Revolution, seit, das ist jetzt Stichjahr 1870, die steigen also immer weiter an, nach je weiter wir der Zeit fortschreiten, ist ganz eng korreliert, gibt es einen ganz engen Zusammenhang mit der Erdtemperatur, das ist die Achse nach oben,
Das heißt, je mehr wir emittieren, desto wärmer wird es. Okay, das hatten wir schon gedacht. Aber das können wir jetzt umgekehrt benutzen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt 1,5 Grad erreichen. Das haben wir versprochen, unterschrieben, abgestimmt, dafür gewählt. Dann können wir gucken auf dieser Relation, wie viel CO2 dürfen wir emittieren. Also was ist unser Budget? Wir können genau nachzählen, wie viel haben wir heute schon Öl, Gas, Kohle vor allen Dingen gefordert und angezündet. Das ist bekannt. Und dann wissen wir, wie viel Raum noch ist, bis wir dann den 1,5 Grad Deckel kriegen. Wenn wir etwas nicht ganz so optimistisch sind, sagen 2 Grad, das war bisher mal dieses Ziel, dann haben wir eine etwas stärkere Erwärmung natürlich, aber auch ein bisschen mehr Emissionen noch frei. Wir können also noch mehr CO2 emittieren, bis wir 2 Grad diesen Deckel treffen. Und so kann man also jede gewünschte Temperatur umrechnen in ein Budget an Emissionen, das wir noch aufbrauchen können. Und dann geht's los, dann kann man sich vielleicht in die Köpfe einschlagen, wer darf wie viel emittieren, ist das jetzt pro Person gleichmäßig verteilt über die Erdbevölkerung oder dürfen alle Länder mehr oder wir weniger, weil wir in der Vergangenheit schon so viel haben und so weiter. Aber das ist dann das Kleingedruckte. Das Wichtige hier ist, es gibt ein Oberlimit für die Gesamtemissionen, die Menschheit sich erlauben darf. Genauso ist hier klar, jetzt, wenn wir irgendwo die Erwärmung stoppen wollen, ob das jetzt 1,5 Grad oder 4 Grad oder 6 Grad sind, egal, wenn wir sie stoppen wollen, müssen wir aufhören, CO2 zu emittieren. Und da kommt dieses Netto Null her. Solange wir CO2 weiter emittieren, auf der X-Achse weiter nach rechts gehen, wird es wärmer. Egal, ob das jetzt nur eine Tonne pro Jahr ist oder 10 Milliarden Tonnen, es wird wärmer, wenn wir weiter CO2 anstoßen. Wenn wir die Erwärmung stoppen wollen, müssen wir also die CO2-Emissionen komplett auf Null runterfahren. Das ist echt schwierig. Und da kommen wir jetzt hin. Der Weltklimarat musste sich damit auch schon auseinandersetzen. Und das war ein sehr holpriger und sehr schwieriger Prozess. Da war ich als Gutachter mit dran beteiligt und das war eine sehr spannende Interaktion und einen ganz, ganz hohen, enormen Zeitdruck. Und das ist am Ende, glaube ich, sehr gut gelungen, das zusammenzufassen, was möglich ist. Diese Kurven jetzt sind aus dem Weltklimaratsbericht zu diesem 1,5-Grad-Ziel. Und das sind halt Ideen, wie könnte die Welt aussehen. Das sind Projektionen in die Zukunft, in dieses Jahrhundert. Das ist die X-Achse, die zeigt halt das Zeit von 2010 bis zum Ende des Jahrhunderts. Und die ganzen Kurven, die da sind, das sind verschiedene Szenarien. Wie könnte unser CO2-Emissionsverhalten aussehen? Das ist vor allen Dingen informiert durch Wirtschaftsmodelle, Wirtschaftswachstum, wie sieht das aus, Bevölkerungswachstum ist auch wichtig, geht da rein. Wie ist das gesellschaftliche Verhalten, die Bereitschaft, sich zu ändern? Wie sind Konflikte in der Welt? Also einigt man sich oder ist man mehr verfeindet? Das geht alles rein, deswegen hat man so viele verschiedene Kurven. Gemeinsam all den Kurven sind nur die gezeichnet, die wirklich 1,5 Grad erreichen. Alle anderen sind rausgelassen, also fast alle sind rausgelassen, aber einige wenige hat man rausgefunden. Bei denen schafft die Gesellschaft, die Weltgesellschaft, das in diesen Projektionen 1,5 Grad zu schaffen, zu erreichen, bis zum Ende des Jahrhunderts. Und die blauen, blau schattierten, die schaffen das sogar ohne großen Überschieß, weil das grau schattierte macht erstmal deutlich über 1,5 Grad, also 1,7, 1,8 und geht am Ende des Jahrhunderts wieder runter. Das ist ein Problem dieses Paris-Abkommens, das sagt nur, in 2100 sollen 1,5 Grad erreicht werden. Zwischendrin können vielleicht auch 4 Grad erreicht werden. Also das ist alles ein bisschen offen gelassen. Wie oft in politischen oder auch juristischen Verträgen, es werden immer Leute Lücken finden. Man kann immer irgendwelche Hintertürchen finden, um sich selber da noch gut rauszureden. Aber wir haben, die Wissenschaft hat hier vorgelegt und gesagt, die blauen Kurven sind halt nie, also außer diesem Wetter- und Klima, kleinen Rauschen, El Niños, nie über 1,5 Grad. Die grauen Kurven erlauben ein Überschießen. Jetzt habe ich gesagt, netto Null heißt, die Erwärmung wird gestoppt. Alle diese Kurven gehen sogar am Ende, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, unter Null. Das heißt, sie sind sehr fordernd, dass CO2-Emissionen negativ sind. Das heißt, CO2 wird rausgenommen aus der Atmosphäre. Das würde ja nach unserem vorigen Bild mit einer Abkühlung entsprechen, tut es aber leider nicht. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir noch andere Treibhausgase haben. Wir haben also noch Lachgas, Methan und diese Gase erwärmen auch alle. Die sind im Moment nicht so dominant.
aber sie tragen trotzdem noch so einen gewissen Teil, einige 10% zu der heutigen Erwärmung bei. Und die können wir wahrscheinlich nicht auf Null fahren. Wir entstehen vor allen Dingen bei der, in der Landwirtschaft, Düngung der Felder, produziert Lachgas, Methan, ist auch in Böden anaeroben Bedingungen, in Moorverwässerung zum Beispiel, wenn wir da arbeiten, entsteht mehr Methan. Das heißt, das sind kleine Spurengase, die wir wahrscheinlich nicht auf Null kriegen werden, wenn wir nicht alle verhungern wollen. Und damit müssen die kompensiert werden durch eine CO2-Entnahme, also deren Erwärmungsanteil. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass die Kurve negativ werden am Ende. Und ich will jetzt zwei Szenarien mit Ihnen durchgucken. Also zwei dieser blau eingezeichneten Kurven. Was stellen jetzt die Wissenschaftler, der Klimarat sich vor? Wie kann diese Welt aussehen? Wie können wir denn kommen? Das ist ja erstmal ein gutes Denkspiel jedenfalls, auf das wir uns einlassen sollen und einlassen müssen. Das erste Szenario ist ein sehr optimistisches, also wie das steht oben rechts jetzt. Die Gesellschaft ist sehr innovativ, also sowohl die Bereitschaft, sich zu ändern, als auch Techniken auszuprobieren, zu entwickeln, umzusetzen, zu investieren. Das ist eben ein so typisches optimistisches Gesellschaftsbild. Sofortiger Kohleanstieg, also letzten November, haben wir schon mal nicht geschafft. Kein CCS, das heißt Carbon Capture and Storage, also CO2 im Untergrund pumpen, das wollen wir halt nicht in Schleswig-Holstein. Das auch in Deutschland insgesamt nicht, ist im Moment verboten. Das wird also nie angewandt in diesem Szenario und es sollen auch sonst keine großtechnischen Climate Engineering-Ideen. Es soll aufgeforstet werden, aber mehr nicht. Das ist die Vorgabe in diesem Szenario. Und trotzdem kann man es also damit schaffen. Der graue Bereiche, das sind die Emissionen in dieser hypothetischen Welt. Und das braune, das ist halt die Landnutzung. Die ist im Moment noch eine Quelle von CO2, weil halt viel abgeholzt wird. Brasilien steigt jetzt wahrscheinlich noch stärker wieder ein. Also es wird vielleicht noch ein bisschen wachsen, dieser braune Bereich am Anfang in den nächsten Jahrzehnten. Zum Ende des Jahrhunderts wird aber negativ. Das ist ein Effekt dieser Aufforstung, dass ganz viele Bäume gepflanzt werden in dieser hypothetischen Welt, die CO2 aufnehmen. Die Bäume wachsen ja aus der Luft vor allen Dingen und machen Holz, Kohlenstoff, der aus vorher CO2 in der Luft war. Gut, und wenn man sich dann diese Zahlen aufdröselt, das steht so ein bisschen ja im Anhang des Weltklimaberichts, da muss man aber auch reingucken, heißt es, dass der CO2-Ausstoß von heute in 10 Jahren, 2030 oder 11 Jahren genommen, um 58% reduziert wird, weltweit. Und bis zum Ende, bis 2050, 93%, das ist ganz schön viel. Und das umrechnet, heißt es 8,5% pro Jahr abnehmen. Also von heute an gesehen. Wir müssen also nächstes Jahr 8,5% weniger Emissionen haben als dieses Jahr. Und jedes Jahr wieder. Bis 2050 mindestens und wahrscheinlich dann noch weiter sogar. Das ist also eine ganz schön harte Zahl. Da kommt gleich zu. Das zweite Aufforstung, die in diesem Szenario, dieser braune, kleine, am Anfang relativ unbedeutende braune Bereich, der ist zum Ende des Jahrhunderts aber die größten Maßnahmen bedeutet. Das sind 5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, das ist eine Nummer, unter der ich mir nichts vorstellen kann. Wenn ich das in Wald umrechne, sind das jedes Jahr die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland in einen fertigen, stehenden Wald umrechnet. Also jedes Jahr, bis zum Ende des Jahrhunderts. Und dann kommt man auf ganz schön viel Fläche. Das wäre bis 2050, wäre das die ganze EU, noch mit Großbritannien. Und das haben wir also, irgendwann ist da auch wieder Schicht und wir haben auch plötzlich nicht mehr so viel zu essen. Also da muss man sich gucken, wie wird diese Welt tatsächlich aussehen. Und das ist jetzt auch die Aufgabe, die wir angehen, auch hier am Geomar. Wir versuchen das jetzt im Detail zu modellieren. Der Weltklimarat hat eben die Box oben rechts genommen und sich so ganz grob vorgestellt, wie könnte die Welt aussehen. Bäume pflanzen, okay, aber jetzt, was bedeutet das? Wenn wir Bäume pflanzen, brauchen wir Wasser, Dünger, Fläche, und wir haben komplexe Nahrungsmittel. Und diese ganzen Detailrechnungen, die machen jetzt wir auch ganz viele andere Gruppen in der Welt und gucken, ist das überhaupt konsistent mit unseren Annahmen und unseren Wünschen. Das nächste, was auch drin steht, ist, also Kohleausstieg, ja, und dann brauchen wir mehr Atomkraftwerke, um das eben schnell genug und nachhaltig genug hinzukriegen, dass das alle Länder ständig Energie haben. Und das wäre also 25 neue Atomkraftwerke pro Jahr. Also, und die aktuellen natürlich ersetzen ständig. Also die werden netto dazukommen.
Und das ist auch wieder eine Frage, wollen wir das, wer entscheidet das am Ende? Aber so könnte ein Szenario aussehen. Das ist halt dieses sehr gesellschaftlich stark wandelnde Szenario. Ich hatte gesagt, 8,5% Reduktion, Emissionsreduktion pro Jahr, das ist hier gefordert. Gab es da schon mal in der Geschichte, da habe ich jetzt in verschiedenen Veröffentlichungen nachgeguckt, ganz schwierig zu finden. Es gab das größte bisher in der funktionierenden Wirtschaft war der Aufbau der französischen Atomenergie. Also von Kohle raus, also raus aus Kohle rein in Atom. Fast die ganze Energieerzeugung in Frankreich ist nuklear. Und das ist hier dieser Abfall links oben. Das war so knapp 4% Reduktion der CO2-Emissionen. Also wenn so ein ganzes Land die ganze Energieversorgung umkrempelt, hat man über wenige Jahre, in der diese Umkrempelung passiert, eine Abnahme der Emissionen von 4%. Nicht 8,5, das ist ja, was wir wollen. Also ab heute schon, dieses Jahr schon, nächstes Jahr, jedes Jahr 8,5% Reduktion. Da zeigt sich ein bisschen, wie schwierig das ist. Und Frankreich konnte ja auch nur einmal das Energiesystem umstellen. Das reicht nicht, das kann man nicht ewig wiederholen. So viel Atomenergie brauchen die dann auch nicht. Und da, das zweite rechts ist Großbritannien, also das, ich habe ja die beiden Länder genommen, deren geografische Grenzen über diese 100 Jahre einigermaßen gleich waren. Das gilt ja nicht für alle. Und da sieht man auch, ja, 2%, knapp 2% wurden dabei erreicht, an Maggie Thatcher, als sie die Industrie zerkloppt hat. Und dann jetzt, gut, in diesem Jahrhundert zuerst auch einen Effekt der weiteren produktiven Wirtschaftsabnahme, Autoindustrie ist weg, aber dann auch einen Effekt der einsetzenden Klimapolitik in Großbritannien. Da komme ich ganz am Schluss nochmal drauf. Was tatsächlich in Europa im Moment, da kann Großbritannien tatsächlich ein Vorbild sein. Denkt man gar nicht, wenn man sich die letzten Wochen da anguckt. Oder auch die nächsten Tage wahrscheinlich. Aber klimapolitisch ist Großbritannien ganz, ganz weit oben und Deutschland ganz, ganz weit oben. Aktuell. Das müssen wir ändern. Aber es gab hier auf dieser Kurve doch einen Zweiten Weltkrieg in Frankreich. 8,5% Abnahme der CO2. Also so, das ist so ein Szenario, wenn wir Katastrophen haben, Kriege haben, dann können wir das auch schaffen. Aber das ist wieder keine Welt, in der wir gerne leben möchten. Zeigt uns aber ein bisschen, wie groß das Problem ist, 8,5% pro Jahr die Emissionen zu reduzieren. Halte ich für aktuell nicht realisierbar. Ich sehe nicht, wie wir das, sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Deswegen gucken wir auch etwas weniger drastische Szenarien an. Das ist dieses Jahr mit gesellschaftlicher Fortschritt weiter angenommen, so wie wir es historisch haben. Und die Emissionen werden, CO2-Emissionen werden vor allen Dingen in der Energiewirtschaft, also Kohleausstieg, das ist ja auch drin, und in der Industrie vorangetrieben. Das ist aktuell das, was wir in Europa sehen, also Energieerzeugung und Industrie. Die nehmen wirklich ab, da nehmen die CO2-Emissionen ab. Im Verkehrssektor, also im Autoverhalten, das bringt überhaupt nichts, da steigen die Emissionen weiter an. Auch Häuser, Heizung steigen die Emissionen weiter an, trotz Wärmedämmung für immer größere Häuser, größere Wohnungen. Das kompensiert also die Wärmedämmung bei weitem. Da sehen wir keine Erfolge, aber die Erfolge, die wir sehen, wenn wir welche sehen, sind immer in der Energie und in der Industrie. Das heißt, das sind die guten klimapolitisch. Wir alle in unserem Alltag haben eigentlich nichts getan. Zeige ich Ihnen mal mein Beispiel am Ende auch noch. Und dieses Szenario geht auch davon aus, dass wir am Ende, das ist jetzt Ende des Jahrhunderts, ist immer noch ein grauer Bereich da. Es werden immer noch CO2-Emissionen vermutlich gebraucht werden, um einige Sachen zu bedienen, wie Flugreisen, Schiffsverkehr, was man vielleicht nicht so gut elektrisch machen kann, einige Maschinen und auch einige Industrieformen. Stahlerzeugung, Zement, das sind chemische Verfahren, die einfach CO2 erzeugen. Das heißt, wir haben Restemissionen, restgrauen Balken weit hinten rechts. Und das passt dann nicht gut zu Netto Null. Und Netto Null bedeutet dann, wir müssen kompensieren diese restgrauen Emissionen durch was anderes, entweder Aufforstung, wenn wir genug Fläche haben, hätten. Und dann das neu ins Spiel kommende Gelbe hier, das ist aktive CO2 durch Maschinen, durch technische Eingriffe. Und die startet hier schon recht bald, schon in 2035 bis 40. Also schon, wenn wir da große Anlagen haben wollen, müssen wir heute schon planen.
das genau genommen sieht das hier aus, auch wieder nur 5% Emissionsreduktion pro Jahr, anfänglich jedenfalls. Auch noch gewaltige gesellschaftliche Umkrempelung erforderlich, Anstrengungen, was wir nicht einfach so aus der hohlen Hand machen. Und das erfordert wirklich bewusstes, planvolles gesellschaftliches Verhalten, das natürlich durch die Politik unterstützt werden muss. Die Bioenergie, die hier nötig ist in diesem Szenario, ist ungefähr die Größe von Indien, also Bioenergieplantagen. Da wird auch keine Nahrung produziert dann, also das muss man sich überlegen, was möchte man gerne haben und wie kann die Welt funktionieren. Und das ganze CO2, was bei der Verbrennung der Biomasse, bei der Bioenergieerzeugung anfällt, das muss irgendwo gelagert werden. Das sind fast 700 Milliarden Tonnen CO2 hier. Die erste Zahl, die kommt gleich nochmal, aber das ist eine gewaltige Summe. Milliarden Tonnen CO2 müssen rausgenommen werden. Das ist dieser gelbe Bereich, der und irgendwo sicher gelagert werden. Atomkraftwerke werden noch mehr gebraucht. Aber das ist so, in diese Welt kommen wir langsam und man kann sich dann noch mehr vorstellen, was ist, wenn wir jetzt nicht dieses Jahr anfangen, sondern erst in 2 Jahren. Also es ist ein bisschen verzögern, weil wir also träge sind und keinen Plan haben eigentlich, dass wir nachdenken wollen, aber dafür ist kaum Zeit da. Dann könnte die Welt, ja, das ist auch wieder ein Szenario des Klimaberichts, der Klimarats, eben so aussehen. Es verschiebt sich alles ein bisschen in Zukunft. Der graue Bereich wird etwas größer, es wird noch länger CO2 emittiert. Wir haben sogar noch ein leichtes Wachstum bis 2030, weil sich ganz viele Regionen auf der Erde auch weiterentwickeln, Wirtschaftswachstum haben. Indien ist da ein großer Spieler, Afrika, die unheimlich stark wachsen und im Moment mit ganz viel mit Kohleenergie wachsen. Können wir denen das verbieten? Eigentlich nicht, nicht. Und deswegen sind solche Szenarien also durchaus denkbar. Auch hier wird erstmal das anfängliche Wachstum, CO2-Emissionen ist eben sogar positiv bis 2030. Danach müssen wir umso stärker was rausnehmen, um doch wieder unser Gesamtemissionsbudget einhalten zu können. Und da sind sogar noch größere Anstrengungen, Biomasseerzeugung, also 2,5-mal die Größe von Indien, noch auch Atomkraftwerke, jede Menge. Und das sind die Randbedingungen, die wir haben, wenn wir jetzt also unsere Anstrengungen nicht heute starten, sondern vielleicht erst in 2 Jahren. Das sind also kleine Verzögerungen, machen im Moment unheimlich viel aus, weil wir schon so dicht an diesem 1,5-Grad-Ziel sind und unser Emissionsbudget an CO2 schon fast ausgereizt haben. Und jede Tonne, die wir jetzt emittieren, die wird uns später wehtun. Die müssen wir da rausholen. Und die darf jemand anders nicht emittieren. Und wenn wir dann den Leuten in Afrika und Indien sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht mehr emittieren, weil wir ja schon haben, ist das ethisch ganz schlecht zu begründen. Da muss man sich also die Verantwortung, dürfen wir nicht da auch noch wegschieben auf zukünftige Generationen oder auch heute schon lebende Generationen. Das ist ja alles in wenigen Jahrzehnten, was hier passiert. Gut, das ist jetzt das, was an möglichen Welten gedacht wird, ganz relativ abstrakt. Und wir probieren jetzt weiter ins Detail zu gehen, wie das aussehen kann, was also verträglich ist mit Nahrungsmittelproduktion, mit Wasserverfügbarkeit, mit Lebensstandard, gesellschaftlicher Entwicklung. Also das Ziel können wir prinzipiell erreichen. Das haben diese Kurve gezeigt, die Analysen. Es wird wehtun. Man muss eben unheimlich stark die Emissionen produzieren, diese sehr schnelle Dekarbonisierung. Und die Deutsche Kohlekommission zeigt ja, wie schwierig das ist. Also selbst in einem Land, was einen guten gesellschaftlichen Diskurs hat, im internationalen Standard jedenfalls, das kann man alles noch verbessern, aber in dem wir gewohnt sind, zu argumentieren, Kompromisse zu finden, sich gegenseitig anzuhören und auch alle eigentlich dafür sind, das Klima zu schützen, schaffen wir es nicht mal aus der Braunkohle auszusteigen. Das ist immer noch der größte CO2-Verschmutzer, den es weltweit gibt. Das ist also die erste Schlussfolgerung. Wir müssen unheimlich schnell aus allen CO2-Emissionsformen raus. Und Kohle ist da ganz weit oben, muss sofort passieren. Aber es zeigt auch, in allen Szenarien muss signifikant CO2 rausgenommen werden aus der Atmosphäre. Also allein, wir können nicht mehr schnell genug stoppen. Selbst bei diesen 8,5% pro Jahr, was glaube ich nicht erreichbar ist, jedenfalls nicht ohne große Krisen, Kriege, Seuchen oder sowas, werden wir da nicht hinkommen, müssen wir immer noch ganz viel CO2 rausnehmen aus der Atmosphäre.
Und ohne das kommen wir nicht mehr. Und es wird ungefähr 20% oder mehr unserer heutigen Emissionen müssen wir rausgehen. Also alle Schornsteine, die wir heute haben, die CO2 emittieren, wenn man jetzt nachher wieder zurückfährt nach Hause oder an den Arbeitsplatz, kann man sich gucken, wo kommt überall Rauch, Dampf raus. Das muss alles umgekehrt werden, aber 20% muss eigentlich rausgesogen werden aus der Atmosphäre und dann sicher irgendwo gelagert werden. Welche Optionen gibt es da? Hier kommt das, was wir Climate Engineering nennen, ins Spiel. Also wir haben viele Ideen, wie man CO2 absorbieren kann, aus der Luft und in das Erdsystem kriegen kann. Aufforstung war das erste, hatte ich schon mal genannt, ist das Problem dieser Flächenbedarf und Konkurrenz mit Nahrungsmittelproduktion. Wir hatten mal gerechnet, man könnte ja die Sahara aufforsten und australische Wüste, da wird keine Landwirtschaft oder kaum Landwirtschaft betrieben, da sind also die Konflikte nicht so sehr groß. Und es gibt auch Grundwasser, was man hochpumpen könnte. Aber wir haben da in unseren Klimamodellen unglaubliche Nebenwirkungen. Die Hauptnebenwirkung ist, dass die Farbe sich ändert, des Planeten. Also die Wüsten sind ziemlich hell, wenn man sie vom Weltall aus anguckt. Die Wälder sind dunkel. Und damit wird unsere Erde im Computermodell mit einer aufgeforsteten Sahara und aufgeforsteten australischen Wüste sogar wärmer, weil mehr Sonnenstrahlung absorbiert wird. Das ist zwar das CO2 weg, aber der Planet insgesamt heizt sich noch weiter auf, weil einfach die Farbe verändert. Das heißt, es sind schon große Eingriffe. Aufforsten klingt erstmal ganz gut, darf ja jeder entscheiden, pflanze ich in meinem Land Bäume oder nicht. Aber nein, wenn man das eben groß macht, sodass es wirklich was bringen soll, dann hat man klimatische Nebenwirkungen. Wasserkreislauf verändert sich auch noch. Und selbst das kann eben nur 10% unserer heutigen Emissionen kompensieren. Aber es kann ein wichtiger Beitrag sein, das hat man in den letzten Jahren eben auch gesehen, dass wenn man die Fläche jedes Jahr halb Deutschland aufforsten würde, dann würde man schon einen großen Beitrag leisten. Die Nebenwirkung ist aber sehr gut. Genauso, wenn man das in hohen Breiten macht, verändert man auch wieder die Farbe. Das ist hier gezeigt im Winter in Schweden. Was passiert da, wenn kein Wald ist? Dann ist die Erdoberfläche lange weiß, reflektiert das Sonnenlicht. Sobald aber Bäume stehen, fällt der Schnee runter und die Bäume sehen wieder dunkel aus und absorbieren halt viel mehr Sonnenlicht. Und auch da würde Aufforstung zu einer Nettoerwärmung führen. Also die Farbänderung ist da so wichtiger als die CO2-Aufnahme der Bäume. Das heißt ein bisschen, es gibt diese ganzen kleinen Nebeneffekte, auf die man achten muss. Und das Erdsystem ist sehr komplex. Und deswegen müssen sehr viele Gruppen, wie auch wir hier mal rechnen, was kann alles schief gehen, wenn wir jetzt diese scheinbar einfachen Lösungen wie Aufforsten, Moore verbessern und so weiter angehen. Und da sitzen wir dran. Es gibt künstliche Bäume, also Luftfilter letztlich, die heute hier gerade hier in die U-Boote eingebaut werden, um die Atemluft da zu regenerieren und auch im Raumfern gemacht. Das könnte man auch für die ganze Erdatmosphäre machen. Es gibt solche Anlagen, es gibt Firmen, die stellen die her. Das ist sehr teuer. Kostet wohl zu $300 pro Tonne CO2. Der Zertifikatepreis ist jetzt in Europa ungefähr 18 bis 20 Dollar. Also das lohnt sich wirtschaftlich nicht, sowas heute zu bauen. Aber technisch ist es ohne weiteres möglich. Das Problem ist, wohin dann mit diesem ganzen rausgefilterten CO2? Und das sind gewaltige Mengen, diese einigen 100 bis 1000 Milliarden Tonnen, die wir haben. In den verschiedenen Szenarien, wie schnell steigen wir jetzt ein, wie schnell ändern wir wirklich unser Verhalten und ändern wirklich unsere Emissionen, reduzieren dann stark. Die Frage, wo lassen wir das? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, in die Erde pumpen, tiefe Speicher, alte Gasspeicher zum Beispiel, unter den Meeresboden pumpen oder direkt ins tiefe Meerwasser pumpen. Das sind eigentlich die Optionen, in denen wir große Mengen lagern können. Da haben wir ein bisschen Erfahrung mit in Deutschland. Es gab ein Pilotprojekt in Brandenburg, Terzin. Da wurden jedes Jahr ungefähr 10.000 Tonnen CO2 verpresst in den tiefen Untergrund. Es gab unglaubliche starke Widerstände der Bevölkerung, auch in Schleswig-Holstein, als das Gespräch kam. Das könnte man ja auch hier bei uns im Erdboden machen. Also unser Müll dort entsorgen, den wir bisher umsonst in die Atmosphäre pusten. Und das wollten wir alle nicht. Und letztlich ist es politisch entschieden worden, das ist kein Thema mehr, machen wir nicht. Technisch ist es ohne weiteres möglich, sicher gemacht werden kann es meiner Ansicht nach auch. Aber wir haben uns entschieden, den Müll weiter umsonst in die Atmosphäre zu entsorgen, weltweit zu verteilen, anstatt wie es ethisch
verpflichten, eigentlich sein sollte, den Müll hier bei uns zu entsorgen. Wie wir es ja zumindest mit Atommüll schon mal versuchen. Also CO2 machen ja viel schlimmer als Atom. Das exportieren wir weltweit. Aber technisch wäre das möglich. Eine andere neue Idee ist, das auf Island zu verpressen. Da formt es sogar mit dem dort frischen Basalt neues Gestein. Das heißt, das ist nicht mehr gasförmig, auch nicht mehr flüssig, sondern wird neues Gestein, das CO2. Und das kann dann wirklich nicht mehr rauskommen. Das heißt, das wäre eine sichere Endlagerung. Und dort ist auch ein Projekt, was gerade, das ist dieses Wärmekraftwerk, was das macht, rechts auf dem Bild, 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das läuft. Gut, das müssen wir jetzt ein bisschen hochskalieren, um unsere Ziele, Klimaziele 1,5 Grad zu erreichen. Also wir wollen 100.000 solcher Anlagen in 10 Jahren und 2 Millionen solcher Anlagen bis zum Ende des Jahrhunderts. Ohne dass, und die Bevölkerung muss natürlich mitmachen. Es muss genehmigt werden, es muss auch alles funktionieren. Es muss wahrscheinlich noch CO2 mit Schiffen oder Pipelines hin und her transportiert werden, damit das dort auf Island verpresst werden könnte. Das ist nicht unmöglich. Aber wir können nicht warten mit solchen Entscheidungen. Wir müssen das, wenn man das bauen will, 100.000 solche Anlagen haben in 11 Jahren, dann müssen wir heute anfangen. Sie wissen, wo sollen die stehen, müssen wir erkunden, Probebohrungen machen, die Gesellschaft, Bevölkerung, Lokalbevölkerung muss mitgenommen werden, muss entscheiden dürfen. Das sind also aktuell dringende Aufgaben, Hausaufgaben, die wir zu tun haben. Wir müssen uns auch überlegen, was machen wir in Deutschland? Wollen wir das in Schleswig-Holstein haben? Nicht doch, ist das nicht fairer, als jetzt das CO2 erstmal weltweit zu entsorgen und dann andere damit zu beauftragen, das wieder einzufangen und vielleicht auf Island zu verpressen. Das ist ökonomisch Quatsch, das ist viel teurer natürlich. Es wäre viel besser, das hier am Kieler Heizkraftwerk gleich im Schornstein abzuklemmen, abzufangen und irgendwo hinzupumpen, anstatt das nachher mühsam aus der Atmosphäre wieder rauszufiltern. Also da ist Kiel, die Stadt Kiel gefordert, eine Perspektive zu entwickeln, was wir eigentlich machen wollen mit dem tollen neuen Gaskraftwerk, was CO2 produziert. Und dann gibt es letztlich Marineoptionen. Das ist natürlich hier am Geomar unser Hauptgeschäft, da zu gucken und unsere Hauptexpertise auch, was könnte da gemacht werden. Und da gibt es verschiedene Ideen, also Biomasse im Ozean, haben wir bisher nicht so diese Konkurrenz in Nahrungsmittelproduktion wie im Land. Also die Wälder am Land können halt nicht auf dem Acker wachsen, dann produziert der Acker keine Nahrungsmittel mehr. Im Ozean ist viel mehr Fläche, 70% des Planeten und auch ein sehr großer CO2-Speicher. Der Ozean hat 60 mal so viel CO2, Kohlenstoff wie die Atmosphäre und kann auch noch sehr viel mehr aufnehmen, wird es auch tun. Nur der ist so träge, der wälzt sich ganz langsam um und auf 4000 Jahren wird der Ozean durch diese Umwälzung das immer neues Wasser nach oben bringen, das neue Wasser sieht angestiegenen anthropogenen Effekt, also die industrielle Revolution letztlich, absorbiert CO2, transportiert es langsam wieder in die Tiefe. Das passiert natürlich, dauert nur leider sehr lange. Und diese Ideen gehen ran, das ein bisschen zu beschleunigen. Und da haben wir jetzt einige, sind wir dabei, die zu erforschen, was könnte man dort machen. Also chemisch die Ozeanchemie verändern durch Einstreuen von alkalischen, basischen Substanzen, die die Kohlensäure neutralisieren. Dann Biomasse erzeugt gerade an Küsten oder direkt CO2 in den Meeresuntergrund rum. Aus meiner Sicht eine vielversprechende ist hier die Verwitterung zu nutzen, also Alkalisierung, CO2-Neutralisierung des Ozeans. Hier, das zeigt meine Tochter gerade, was die Natur macht. Also das ist die chemische Reaktion Verwitterung von Gestein. Das ist hier im Grand Canyon, passiert ständig. Die Natur verwittert Gestein, dabei wird CO2 absorbiert mit dem frischen neuen Gestein. Deswegen sieht auch alter Fels anders aus als gerade neuer Fels nach einem Bergrutsch oder sowas. Es hat eine andere Farbe, weil da eben noch kein CO2 dran war. Und sobald CO2 dran war, wird es grau und wird mehr Kalkstein letztlich produziert. Und das passiert hier ganz natürlich auf der Erde. Damit wird letztlich wird das im Ozean gewaschen. Der Ozean ist das Endlager. Der ist das gewohnt, der kann das machen und hat das in der Erdgeschichte immer schon getan. Und es wird sogar noch die Ozeanversauerung aktiv angegangen, kompensiert, indem das durch das Einleiten von basischen Verwitterungsprodukten. Und damit wird der Ozean weniger sauer, kann etwas mehr CO2 aus der Atmosphäre machen. Das ist also ein doppelter Effekt, wo auch der Ozean am Ende im Spiel ist. Wie kann das in der Praxis funktionieren? Man braucht, um eine Tonne Kohle, um das CO2 der Kohle zu kompensieren, müsste man 4 Tonnen Gestein verwittern lassen.
Das kann Basalt sein, das ist am besten, könnte zum Beispiel auch Kalkstein sein, das ist nur halb so gut. Aber man kann sehr viele Gesteinssorten dafür nehmen. Um die heutigen Emissionen zu kompensieren, müsste man zweimal im Jahr das Matterhorn transportieren. Das ist so eine Größenvorstellung. Also unser Problem ist echt richtig groß. Deswegen dürfen wir keine weitere Zeit verschwenden. Gut, wir müssen aber ja nicht die gesamten heutigen Emissionen kompensieren, sondern vielleicht nur diesen kleinen Teil, den wir nicht anders wegkriegen. Also wenn wir nicht 8,5% pro Jahr reduzieren, sondern nur 5, dann ist das vielleicht nur noch 10% vom Matterhorn. Wäre immer noch sehr viel, ist aber nicht unmöglich. Und die Bergbauindustrie wäre ganz glücklich. Ich war gerade in Australien bei einer Regierungsänderung dazu. Sehr viel Kohle, Industrie, Kohle, Bergbau. Und die denken sich jetzt, Mensch, die gleichen Maschinen können wir doch einsetzen, um Berge klein zu raspeln und dann ins Meer zu streuen. Und die sind da also sehr wild drauf, dass sowas im Emissionshandel etabliert wird. Was aber tatsächlich was Gutes sein könnte, weil es CO2 absorbiert. Gleichzeitig die Arbeitsplätze schützt, das wäre für die deutsche Kohleindustrie vielleicht auch mal denkbar, dass man da, also kann man nicht die gleichen Personen, die gleichen Maschinen sogar für CO2 entfernen. Das ist ein natürlicher Prozess. Es ist im Detail nicht gut untersucht. Da wollen wir jetzt weiter dran forschen. Also da kann auch was schief gehen. Das ist nicht nur ein reines Mineral, diese Gesteine, diese Felsen. Da sind dann sind Metalle drin, natürlich Erze vielleicht, die können giftig sein, Nickel, Cadmium, was weiß ich nicht alles. Und das kann alles Effekte auf die Ökosysteme haben. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viel Gesteinsstaub nachher im Wasser ist. Das mögen wahrscheinlich die kleinen Krebse auch nicht so gerne. Das Licht ändert sich im Wasser. Also es gibt sehr viele vorstellbare Nebeneffekte, die bisher nicht erforscht sind und die wir erst erforschen müssen, bevor jetzt mal gegen die australische Kohleindustrie da umschaltet auf Berge klein raspeln. Und das ist dringend, weil, wie gesagt, in 10 Jahren müssen wir signifikante Mengen CO2 rausnehmen und wir brauchen eigentlich heute schon, müssen wir die Genehmigungsverfahren auf die Schiene setzen, um dann wirklich einigermaßen sicher sein zu können, irgendwas wird in 10 Jahren funktionieren. Gut, welche Optionen haben wir jetzt also? Eins, das tun wir im Prinzip heute jeden Tag, wir geben die Klimaziele auf. Also alles, was Sie heute kaufen, neues Auto, neue Heizung, neue Wohnung, neues Haus, trägt dazu bei, dass wir dieses Netto-Null nicht erreichen. Da sind überall Emissionen eingefasst. Das neue Gaskraftwerk in Kiel, ganz toll. Also dieses Jahr werden wir die Emissionen erstmal reduzieren, also von ganz alten Kohle auf ein neues Gaskraftwerk umsteigen. Aber das soll ja auch, es soll 50 Jahre lang laufen. Das wird 50 Jahre lang CO2 emittieren. Ist nicht verträglich mit den Klimazielen, weil wir auf Netto-Null kommen müssen. Das heißt, Kiel, das Kieler Gaskraftwerk, trägt dazu bei, dass wir die Klimaziele eigentlich im Kopf aufgegeben haben. Mit unserer Unterschrift nicht, deswegen müssen wir weiter arbeiten. Wir müssen also trotzdem ganz schnell dekarbonisieren, überall, wo wir können, CO2 einsparen, verhindern. Kohleausstieg natürlich sofort, Atomenergie, muss man auch wieder nachdenken. Und wir müssen uns überlegen, wo lassen wir CO2? Also dieses nicht in meinem Garten, CO2-Endlager, ist letztlich verantwortlich, nur eine nur verantwortliche Position, wenn ich auch keine Emissionen in meiner Heizung, in meinem Auto habe. Denn meine Emissionen muss ich ja selber auch wieder entsorgen. Oder sollen wir doch nachdenken, Berge klein zu raspeln, ganz viele Bäume aufzuforsten, Bioenergie im großen Stil zu machen. Das wären halt diese großindustriellen Maßnahmen, die letztlich verzweifelte Maßnahmen sind, die aber effektiv sein können. Oder hoffen wir auf Wunder? Wunder heißt in diesem Fall eigentlich Katastrophen, also große Kriege, große Seuchen, die einfach das Wirtschaftswachstum so weit runterdrücken, dass wir diese minus 8,5% kriegen. Und das sollten wir, glaube ich, nicht hoffen. Gut, ganz kurz Vorreiterrolle Deutschland. Denken wir ja immer, wir haben ganz viel Windenergie, Solarenergie, letztes Jahr war super mit dem Sommer. Unsere Emissionen sind überhaupt runtergegangen, in Deutschland wahrscheinlich vielleicht 5% sogar. Das ist erstmals in langer Zeit passiert, das sieht man auf dieser Kurve. Also in den letzten 10 Jahren ist in Deutschland nichts passiert. 0,8% pro Jahr haben wir die Emissionen reduziert, trotz der ganzen Energiewende, Diskussion um Wärmeschutz bei Häusern, jede Menge Geld investiert, hat aber CO2-mäßig nichts gebracht. Totales Versagen. Das ist nicht bei allen Ländern so. Großbritannien, ich schon angesprochen, ist hier, glaube ich, ist mein persönliches großes Vorbild. Ich habe da auch lange gelebt, aber in der Zeit, in der ich da gelebt habe, ist da nichts passiert, erst seitdem ich weggegangen bin. Und seitdem passiert in Deutschland nichts.
Aber pro Kopf, das ist ja der Pro-Kopf-Verbrauch, produziert der Bürger, in Großbritannien nur für die Hälfte der Emissionen, die wir in Deutschland produzieren. Ist ja vom Wirtschaftswachstum, Gesellschaftsstandard ganz ähnlich. Gut, wie machen wir das? Wir haben ein bisschen mehr Atomenergie, das ist wahr, aber haben ganz viele andere Sachen gemacht. Die Kula unten zeigen die einzelnen Länder mit CO2-Emissionen. Und Deutschland ist der sechststärkste Emittent immer noch. Also für ein relativ kleines Land auf der Erde. Wir sind der sechstgrößte Verschmutzer der Atmosphäre. Weil wir uns eben weigern, das CO2 bei uns im Boden zu pressen. Das machen wir lieber. Und das ist nicht, also da sind wir keine Vorreiter, sondern ganz weit hinten. Gut, warum ist Großbritannien jetzt plötzlich vielleicht gut? Die haben 2008 ein Gesetz erlassen, das es zeigt, wir müssen Netto Null erreichen oder die Emissionen ganz stark reduzieren. Hat eigentlich keinerlei Wirkung, dachte ich damals. Wer soll das einklagen, wer soll einfordern, was sind die Konsequenzen, wenn es nicht eintritt? Aber sie haben so ein Committee on Climate Change, also ein Beratungskomitee eingesetzt, das, glaube ich, sehr wichtig war. Jetzt muss jede Region, jede Grafschaft, jeder Sektor, Industriesektor jedes Jahr berichten, was haben wir gemacht. Da sind keine Daumenschrauben drin. Der einzige Daumenschraube ist, keiner will ganz unten auf der Liste stehen als Letzte. Das ist so ein gesunder Wettbewerb, also wie eine Modeerscheinung, wie eine Bundesliga, Fußball. Also es ist öffentlich gemacht, was haben wir getan. Und keiner will der Letzte sein. Und das hat so einen Ideenwettbewerb in Gang gebracht und am Ende ganz, ganz viel geschafft. Das hier sind die Vergleiche, die Kurven unten. Das sind die Emissionen. Deutschland, rot, Großbritannien, grün. Die laufen zuerst seit 1990 ziemlich parallel. Deutschland ist ein bisschen stärker ab, weil die DDR mit reingezählt hat. Das hat Deutschland ja durchgekriegt, dass 1990 eben der Startpunkt ist in diesen ganzen Kurven, weil da der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft mit reinzählt. Und da war irgendwann ein bisschen oben drüber die grüne Kurve, aber dann, seit Mitte der 2000er Jahre, ist Großbritannien ganz stark, hat mehr als doppelt so schnell abgenommen wie Deutschland und hat jetzt insgesamt viel weiter reduziert als Deutschland. Bei einem ähnlichen Wirtschaftswachstum, also sogar stärkeren Wirtschaftswachstum in Großbritannien als in Deutschland. Und es gibt eine nationale Strategie, wie Netto-Null-Emissionen erreicht werden sollen. Erstmals, die wurde gerade im Herbst jetzt verkündet, wie in Großbritannien dahin kommen kann, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu haben. Gut, und das, denke ich, müssen wir auch. Das brauchen wir in Deutschland, eine Strategie. Wie wollen wir das haben? Und zwar global, okay, das ist, unser Anteil ist groß, das sechststärkste Land, national, regional, sektoral und auch privat. Sie alle, wir alle müssen gucken, wie kommen wir da hin. Das können wir auf ganz kleinen Skalen ausprobieren. Das ist das Tolle. Wir haben so ein Experimentierfeld. Wir können das sagen, Netto Null, wie schafft Geo mal das? Das sagt das. Wie schafft eure Schule das? Wie schafft jedes Unternehmen das? Und so läuft das jetzt, glaube ich, in England ganz gut. Dass dieses Berichten jedes Jahr, was haben wir getan, wie stellen wir uns das vor? Das ist ein Experimentierfeld. Es gibt sehr viele gute Ideen. Keiner hat die Patentlösung, es gibt keine ideale Lösung, aber wir haben diese Modeerscheinung, Netto Null zu erreichen und gute Ideen zu sammeln. Also die Stadt Kiel kann das machen, Schleswig-Holstein, jeder Privathaushalt. Und Wissenschaft, Gesellschaft zusammen, wir zusammen müssen dann das ja, transparent machen. Was passiert? Welche Ideen sind gut, schlecht? Welche Nebenwirkungen kann es geben? Und wir haben so ein bisschen angefangen, wir hatten jetzt im letzten Jahr eine große Konferenz mit 350 Teilnehmern aus aller Welt und die haben wir mal CO2-neutral gemacht und mal ausprobiert, wie geht das überhaupt? Gut, im Moment kann man das kompensieren, wir hatten also 400 Tonnen Emissionen, die ganzen Flugreisen der Teilnehmer, die Energie, das Essen, Transport, hier Kiel, Hotelheizung und so weiter, Wasser, Warmwasser, alles zusammengerechnet, ist gar nicht so aufwendig, es gibt da gute Programme schon für. Das hat hier Atmosphäre, macht mal Werbung für, gemacht. Und da haben wir dann praktisch das kompensiert durch ein Zertifikat. Das war jetzt nicht direkt Emissionsreduktion, sondern da werden jetzt Solarkraftwerke gebaut, dass dadurch das zukünftig keine Emissionen erzeugt werden. Aber es kann schon mal gemacht werden und wir haben es hier, glaube ich, erstmal probiert. Das ist jetzt ganz zum Schluss mein persönlicher Fußabdruck im letzten Jahr, 2018, links gezeigt. 32,5 Tonnen CO2, Durchschnitt in Deutschland ist 11 Tonnen, also wirklich ziemlich schlecht.
Und ein großer Teil sind die Reisen, Dienstreisen, Flugreisen. Also wenn ich da in Australien die Regierung beraten habe, dann ist das da ein dicker Teil von. Solche Geschichten spielen da rein. Jetzt überlege ich natürlich, was kann ich machen? Wie kann ich das auf Null? Ich muss es ja bis 2050, so lange wollte ich noch leben, dann auf Null reduzieren. Gut, ich kann Heizung, Strom. Das ist relativ einfach. Ich kann mit regenerativen Stromanbieter wählen. Okay. Und das, wenn wir jetzt alle machen würden, dann würde der Markt plötzlich ganz schön eng werden. Bisher kann man das machen, weil es fast niemand tut. Solange gibt es halt genug regenerativen Strom. Wenn wir dann alle entscheiden, Mensch, wir wollen das machen, dann entsteht ganz schnell der Druck, dann sind natürlich die Kohlekraftwerke sofort draußen. Das heißt, da haben wir alle diesen Hebel, an den wir ansetzen können. Und wenn wir verantwortlich leben wollen, auch müssen. Mobilität, da muss ich sehr viel tun. Das ist also der Großteil meiner Emissionen hier. Und das sind Flugreisen, das ist ein Riesenproblem. Kann man wahrscheinlich im Moment nur durch Kompensation, durch Bäume pflanzen oder ähnliche Sachen machen. Oder halt Berge klein kasteln und den Ozean streuen. Dann sonstiger Konsum. Es bleibt aber ein Problem Ernährung. Also Problem, auch wenn ich meinetwegen vegetarisch lebe, ganz wenig Fleisch, das habe ich ja in dieser Rechnung drin, also wenig Fleisch, bin ich immer noch bei 2 Tonnen CO2. Das ist nicht null. Das ist also ungefähr 20% unserer bundesweiten Durchschnittsemissionen kommen aus der Ernährung. Das wird sehr schwierig sein, das zu kompensieren. Und da gibt es, gut, vegetarisch muss ich überlegen, dann essen Leute mehr Milch, trinken mehr Milch oder essen mehr Käse. Das kommt auch aus Kühen natürlich. Was macht man da mit den männlichen Kälbern? Und da gibt es ganz, ganz viele Details, die man sich mit angucken muss, wo man sicherlich keine einfache Lösung finden kann. Und hier haben wir immer noch den zweitbesten Weg, Kompensation. Und dann ist immer noch Aufforsten, Bioenergie, mit Carbon Capture Storage oder Berge klein raspeln. Gut, wichtig ist, wir können nicht nichts tun und wir müssen auch nicht nichts tun. Jeder von Ihnen kann sofort anfangen, darüber nachzudenken, wie komme ich auf Netto Null? In den nächsten, bis 2050, also 30 Jahre. Wer aber noch so lange leben will, muss ich da jetzt Gedanken machen. Und alles, was ich heute kaufe, bei Amazon bestelle oder was weiß ich, wo mache, wird für die Lebenszeit oder Lebenszeit des Objektes, was ich kaufe, Strom verbrauchen, Energie verbrauchen oder sogar, wenn ich ein Auto kaufe, direkt emittieren, wenn ich eine Heizung kaufe, direkt emittieren. Das müssen wir uns heute, die Gedanken müssen wir uns machen. Jede Investition sorgt eigentlich dafür, dass wir die Klimaziele noch schwieriger erreichen. Mein Auftrag an mich, den habe ich gestern Abend beim Vorbereiten des Vortrags, ich habe die Webseite netto-null.org gekauft. Das ist 37 Euro. Das habe ich mal investiert. Und das wollen wir demnächst, oder ich, dass wir zusammentragen, unsere Ideen. Wie können wir da hinkommen? Das ist jetzt kein komplettes Hirngespinst, hoffe ich. Also wir haben das schon mal gemacht mit www.climateminusengineering.eu, haben wir vor 7 Jahren gestartet. Habe ich auch gekauft. Kann ich vielleicht verkaufen. Da haben wir tagesaktuelle Informationen. Was passiert gerade in der Welt des Climate Engineering? Welche Gedanken, welche Presseerklärungen, welche Zeitungsartikel, Fernsehsendungen werden da, können Sie nachgucken. Es ist also jeden Tag, da sind seit 7 Jahren immer was drauf. Und seit einem Jahr haben wir für eine Ocean-Oxygen.org, das ist das andere große Projekt, Sauerstoffnahme im Ozean, das uns umtreibt. Auch da tagesaktuelle Informationen. Das stelle ich mir jetzt vor für netto-null.org. Wenn Sie gute Ideen haben, schicken Sie mir die, dann kommen die da drauf. Und gut, wenn Sie nicht wollen, dass Sie darauf kommen, dann sagen Sie das. Aber ich denke, dass wir transparent, interaktiv da Lösungen finden müssen, ausprobieren müssen, was kann gut gehen. Es wird auch ganz viel schieflaufen natürlich. Aber trotzdem, es wird, das kann nur transparent passieren in diesem Ideenwettbewerb und in einer hoffentlich sehr produktiven, gemeinsamen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Initiative, um ganz, ganz schnell die Umstellung noch hinzukriegen, damit wir 1,5 Grad noch erreichen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.